Morgen. Morgen. Na? Mama. Hat jemand Maria Bescheid gesagt? Maria? Komm, Schatz, Frühstück. Du bist jetzt schon am Tisch. Hallo. So, hier dein Kakao. Ist das schön. Alle gemeinsam beim Frühstück. Tom, legst die Zeitung bitte weg. Gabi, komm, wir wollen anfangen. Ist der für mich? Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Beschäftigungsverhältnis als Hausfrau und Mutter mit sofortiger Wirkung beendet ist. Der Beschluss wurde vom Familienrat einstimmig angenommen. Das ist doch ein Scherz, oder? Mama, will ein Brötchen. Papa und ich haben die Effektivität deiner Arbeit im Haushalt untersucht. Dabei war ein Abfall von mehr als 8% zu verzeichnen. Besonders in der Qualität des Essens und der Sauberkeit der Wohnung mussten wir deutliche Mängel feststellen. Mami. Mängel? Was für Mängel? Das sind Fakten, Schatz. Mama! Außerdem, Sprit für das zweite Auto, Strom für Herd und Kühlschrank sowie der Fernseher in der Küche. Das sind pro Monat 2.400 Euro Mehrkosten. Bei einer fünfköpfigen Familie mit nur einem Einkommen ist sowas nicht tragbar. Aus diesem Grund haben wir ein Sanierungskonzept entworfen, das die Familie in den nächsten 12 Monaten aus den roten Zahlen bringen wird. Wir werden die Küche schließen. Ein Brötchen. Oh, schmier doch selbst eins. Die Einbauküche haben wir schon bei eBay verkauft. Zusammen mit dem Schlafzimmer. Schlafzimmer? Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Du kannst vorläufig bei ihr einziehen. Und ich werde im Wohnzimmer schlafen. Außerdem habe ich dir einen Antrag für Hartz IV besorgt, nur bis du wieder einen Job hast. Du müsstest dein Zimmer heute noch räumen. Möbel und persönliche Dinge kannst du vorerst im Keller unterstellen. So. Und wo wollt ihr kochen? Wer soll euch zur Schule fahren? Und was ist mit Maria? Wer kümmert sich um Maria? Maria? Wir werden die Mikrowelle behalten. Das kostet wenig und ist platzsparend. Außerdem werden wir im Haushalt alle anpacken. Ich habe bereits einen Plan gemacht. Was? Gabi hat einen Stundennachweis ausgearbeitet, den er bitte ausfüllt und am Ende des Monats gibt es dann Taschengeld. Ich putze doch nicht das Klo. Mama. Wir haben folgendes Angebot für dich. Du kannst dreimal die Woche zu uns kommen, wischen und die Wäsche waschen. Dafür werden wir dich auf 1-Euro-Jobbasis bei uns einstellen. Dann kannst du auch die Kinder sehen. Das ist doch... Christa, jetzt beruhig dich doch. Wir haben uns das alles gründlich überlegt. Gründlich überlegt? Ihr schmeißt mich raus! Ist doch nur für kurze Zeit. Wenn es uns finanziell besser geht, kannst du gerne wieder hier einziehen. Zu Oma, zu Oma. Geht klar. Du kannst Maria mit zu Oma nehmen. Dann sparen wir erneut 20%. Dein Auto kannst du nicht nehmen. Es ist schon verkauft. Brauchst du Geld für den Bus?